Ach Leute, ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist unfassbar geil hier. Ich sage es eigentlich in jedem Video. Aber jetzt, es ist einfach nur Heaven. By the way, gefällt euch mein neuer Haarschnitt? Ich habe gesagt, ich schneide mir die Haare. Yes, kleine Strich hier da rein und so. Bisschen Style, muss sein, gell? Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, es ist nicht allzu kalt in Deutschland. Hier, wie gesagt, 25 Grad, wenn nicht sogar Wärme heute. Heute gibt es von mir so eine kleine Storytime. Und zwar, ich war vor einigen Wochen schon, das war schon ein bisschen länger her, auf einer Jam-Session. Ich habe ein bisschen was gepostet auf Instagram und so. Wenn ihr mir folgt, da unten verlinke ich das dann. Könnt ihr gerne vorbeischauen, da ist alles noch mehr up-to-date als jetzt bei den YouTube-Videos, weil da bin ich ein bisschen hinterher, muss ich ehrlich zugeben. Aber ist nicht weiter schlimm. Und zwar eine Sache, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, nach USA zu kommen, ist die Musik, ganz klar. In Deutschland hat man super viel Auswahl, die Musiker sind der Wahnsinn, keine Frage, steht hier den Amerikanern in keiner Sache nach. Dennoch muss man sagen, vom Stil her fühle ich mich hier natürlich deutlich heimischer mit der Musik, die ich mache, mit der R&B-Soul-Geschichte. Jazz natürlich ist hier auch relativ groß. LA ein bisschen weniger als in New York, ganz klar. Aber trotzdem ist es natürlich vertreten und Teil der musikalischen Geschichte. Da waren Rapper da, da waren Sänger da, da waren Musiker da. Jeder konnte on Stage gehen, wenn er Bock hatte. Ich bin auch on Stage gegangen, habe Klavier gespielt dann oder Keyboard dann in der Hinsicht. Hab's mir am Anfang so ein bisschen angeschaut und einfach so ein bisschen die Szene zu checken, die Leute zu checken, wie die alle so drauf sind, was für ein Vibe da herrscht und so. Und dann irgendwie nach einer Stunde, wo ich dann da war, habe ich mir gedacht, ey, das wäre einfach voll geil, mit denen zu spielen. Und lustigerweise, ich habe ein paar von denen schon auf Instagram gefolgt, bevor ich überhaupt irgendwas wusste von Los Angeles. Und da waren die einfach auf der Bühne, habe ich gedacht, hey, ich muss da einfach jetzt mal connecten. Bin hingegangen, habe mit denen gespielt, das war einfach richtig fett. Ich zeige euch hier ein paar Videos. Hier einer der ersten Clips, die ich gesehen habe, oder einer der ersten Typen, die ich gesehen habe, wo ich da reingekommen bin. Mind blown. Das ist für ein krasser Typ, Alter. Ja, so schauen wir den an und dann singt er einfach wie eine Frau, im positiven Sinne natürlich unfassbar. Haut da die krassesten Riffs raus und die krassesten Höhen. Die Leute grooven, gehen ab, feiern. Es war ein unfassbarer Vibe. Ja, und dann sieht man die Leute einfach und die haben einfach Spaß. Weißt du, du merkst, da ist der Soul am Start, ohne dass da irgendwie... Vielleicht haben die natürlich einen musikalischen Hintergrund, aber es kommt vom Herzen. Wisst ihr, was ich meine? Es geht nicht um eine Education, es geht nicht um Bachelor Degree oder irgendwas, es geht einfach darum, Musik zu machen, Musik von seinem Herzen zu machen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass es den gar nicht gab, den gab es natürlich schon und gewisse Projekte, mit denen habe ich natürlich mehr resoniert als mit anderen. Und es war eine schöne Revelation für mich zu sehen, dass es hier um die Musik geht. Es geht hier um die Musik from the heart. Ja, und nicht nur solche waren am Start, es war auch irgendwie so ein ganz anderer Typ, irgendwie so ein White Boy, so ein Skater-Typ halt. Auch das meine ich natürlich nicht böse, das ist einfach nur so ein Ausdruck. Der hat gerappt wie ein King, Alter, das war super, das war unfassbar, wie die Leute abgegangen sind. Da gibt es auch keine Barrieren, da gibt es auch kein Weiß, Schwarz, Gelb, Groß, Klein. Jeder konnte on Stage und jeder wurde einfach gefeatured, das war einfach dope, einfach dope.
Ja, ich war da ungefähr 2,5 Stunden, 3 Stunden so. Ging um 10 Uhr los bis 1 Uhr nachts und haben den zugemacht. Also hier machen die Bars und die Clubs relativ früh zu im Vergleich zu Deutschland, wo man erst um 1 Uhr in den Club geht. Also es ist echt lustig. Was auch cool war, die Leute konnten machen, was sie wollen. Die konnten featuren, die konnten eigene Rap-Texte vortragen, die konnten aber auch covern. Einfach so was reingepasst hat. Die Band hat einfach gespielt und gevibed und gejammt. Es ging nicht darum, dass man sagt, okay, hier ein Track und den spielen wir jetzt, sondern die Band hat einfach irgendwelche Akkorde, irgendwas gejammt und da kam jemand on stage und hat einfach einen neuen Rhyme draufgesetzt. Auch wenn es ein Stevie Wonder Tune war, der gar nicht mit den Akkorden funktioniert hat, aber irgendwie haben die es so gemacht, dass es einfach funktioniert. Also es wurde einfach improvisiert. Zum Beispiel der Typ, der hat von Usher einen Song gemacht und hat einfach drauf gesungen auf die Akkorde. Coole Idee, super, fett. Later On kam quasi die Houseband hoch, die haben am Anfang ein Set gespielt, das habe ich nicht angehört. Später haben sie noch 2, 3 Tracks gespielt mit der Frontsängerin. Und dann hat sie diesen Track rausgehauen und das hat mich völlig umgehauen. Super. Der Track an sich ist ja schon mal fett, aber wie sie ihn gesungen hat und was für ein Vibe da aufgekommen ist, checkt es für euch selbst aus. Also wirklich sowas, da geht mir das Herz auf. Da geht mir das Herz auf. Genau sowas möchte ich machen, mit solchen Leuten möchte ich arbeiten. Ich bin mit denen in Kontakt gekommen, ich habe mit denen geredet und gelabert, aber auch das geht nicht ganz so schnell. Da muss einfach öfters am Start sein, öfters in diese Jam-Session gehen, öfters mit denen zusammenspielen, damit man so einen Bond aufbaut. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ja, aber wichtig, wenn man in so einem Feld arbeiten möchte, egal in welchem Feld man ist, man muss sich mit solchen Leuten umgeben. Man muss in diese Ecken gehen, wo diese Leute sind und mit denen einfach öfters zusammen was kreieren, zusammen machen, zusammen spielen. Nur so kann man auch sich in diese Szene begeben. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal 1,5 Monate hier gehabt, nicht allzu lange. Und deshalb werde ich mir noch ein bisschen Zeit geben, damit das fruchtet, damit ich hier wirklich gescheit Fuß fassen kann. Und ja, ich mache mir ehrlich gesagt auch keine Sorgen. Es wird aber seine Zeit brauchen. Yo, das war auf jeden Fall das, wie gesagt, Musik vom Herzen. Du hast gemerkt, jeder hatte Bock drauf. Come straight out of church. If you know what I mean. Ich persönlich, ich mag lernen. Ich persönlich mag mich weiterzubilden und mich mit Leuten auseinanderzusetzen und zu unterhalten. Ein bisschen auch auf intellektuellerem Level, wenn man so will. Ich bin dann an die Thornton School of Music gegangen. Das ist quasi Musikabteilung von der USC, University of Southern California. Da ist als erstes Statement, ich weiß, ich werde hier ein paar Hater haben, aber ist mir egal, Tuition kostet an die, was weiß ich, $50,000 im Jahr, also kaum bezahlbar, also wirklich nur für die Reichen, beziehungsweise Leute, die sich ein Stipendium erholen konnten und Leute, die sich einen Student Loan holen, was sehr, sehr viele machen tatsächlich hier in den USA im Vergleich zu Deutschland, wo natürlich Studiengebühren so gut wie nichts kosten. Also wir haben echt was gut in Deutschland, sage ich echt. Können wir wirklich, da können wir uns auf die Schulter klopfen und das darf sich nicht ändern. Denn wenn ich dran denke, dass Bildung durch Geld verhindert wird, dann kommt es mir hoch, ganz ehrlich, weil Leute brauchen Bildung, Leute wollen Bildung, aber nicht jeder kann sich das leisten und nicht zu diesen horrenden Preisen. Also wenn es billiger wäre, dann verstehe ich das noch, weil ich meine, die Leute müssen auch bezahlt werden, es muss ein System geben, aber die Preise, das ist echt der Wahnsinn, also viel zu übertrieben. Anyhow, ich wollte hier Master studieren, hab's dann im Endeffekt nicht gemacht, auch wegen dem Geld tatsächlich, aber es gab auch andere Gründe.
ich bin an die Schule gegangen und habe mir dann so ein Konzert angeschaut, so von den Erstsemestern. Also ich bin, wie gesagt, auch total unvoreingenommen hingegangen, wollte aber trotzdem mal checken, wie so die Situation abgeht, ob da wirklich gute Menschen sind. Und gerade Musik muss ein bisschen relativieren, denn da geht es hauptsächlich ums Können. Was kannst du an deinem Instrument? Was kommt darüber? Wie viel Emotionen bzw. bringst du was zur Musik? Kannst du Musik zum Leben erwecken? Ja, ich bin dann, wie gesagt, hingegangen. Es war echt eine super schöne Location. Schöner Campus, keine Frage. Man weiß, wo das Geld hinfließt. War voll, es waren viele Leute, viele junge Studenten, was ich auch sehr cool fand. Und dann ging es los. Der Studiengang war Commercial Music, glaube ich. Also quasi Pop, Rock, so wie wir es in Deutschland haben. So. Also nicht spezialisiert auf Jazz, sondern wirklich auf moderne Musik. Wie ich es verstanden habe, müssen die Erstsemestler erstmal die History of Music quasi sich aneignen, bevor sie neue, moderne Sachen machen. Deswegen ist der Fokus auf ältere Musik quasi von den, was weiß ich, 30s, 40s, 50s bis zu den 70s. Quasi die Soul, R&B-Ecke, Motown war sehr groß vertreten. Die fundamentalen Bausteine kennenlernen. Und dann können sie neue Sachen kreieren. Das ist total normal, das macht jeder, das machen wir im Jazz auch. Du musst erstmal wissen, was es gab, das lernen, dann kannst du deine eigenen Sachen kreieren. Sonst ist es nicht glaubwürdig, sonst hast du keine Tragbarkeit, sonst bringt es gar nichts. Auf jeden Fall, die waren on stage und alle super jung. Ich meine, ich weiß auch noch, wie ich damals mit 18 war. Ich war nicht fertig, ich war nicht ausgereift, ganz klar. Ich bin aber hingegangen, habe mir gedacht, okay, krass, das konnte ich mit 14 Jahren. Wie gesagt, kein Hate, ich bin auch nicht irgendwie arrogant oder so, aber ich denke mir, für eine Hochschule, die $50.000 im Jahr kostet, puh, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ich bin im Endeffekt froh, dass ich das nicht gemacht habe, mir keinen Studienkredit aufgenommen habe, damit ich da studieren kann. Ich weiß ganz genau, dass man super viele Vorteile hat und deswegen wollte ich auch nochmal studieren oder Master studieren. Du hast super viele Kontakte, du hast ausgezeichnete Dozenten, die wissen, was sie tun, sie wissen, wie es im Business ist. Educational-wise, in Musik, du musst in erster Linie dein Zeug selbst machen. Du musst in erster Linie üben. Du brauchst einen richtigen Dozenten, das ist klar, ganz klar. Aber der Rest, das musst du machen. Diese Ausbildung hat man in Deutschland genauso wie hier in den USA. Das kann ich jetzt auf jeden Fall sagen. Und ich habe jemanden kennengelernt, lustigerweise, der ist auch aus Deutschland und der studiert da für 2 Jahre. Und der hat mir ganz genau dasselbe gesagt. Er denkt sich manchmal, wo geht das Geld eigentlich hin, was ich hier bezahle? Also Leute, was ich euch auf dem Weg mitgeben kann, was ich hier jetzt so ein bisschen gelernt habe, Geld ist nicht alles, Studium ist nicht alles. Gerade Musik. Ich rede jetzt eigentlich nur über Musik. Folgt eurem Herzen. Natürlich ist es gut zu studieren, wenn ihr was lernen wollt, wenn ihr die Rudiments und die fundamentalen Sachen lernen wollt, dann ist es gut zu studieren. Aber ist bei Weitem nicht das Wichtigste. Wirklich sehr oft nur so ein Prestige-Ding. Ich bin hier zur USC gegangen und sagte, oh, cool. Klar, wenn du irgendwo einen Job willst, klar, USC oder irgendeine andere Schule, macht natürlich was her, es ist wie ein Stempel. Ich will über sie auch gar nicht schlecht reden. Wie gesagt, ich sehe alles Positive auch an der Sache. Nur was ich jetzt für mich gelernt habe als Musiker und der Musikabteilung. Für mich ist es persönlich nicht wert, $50.000 im Jahr zu zahlen, dort zu studieren. Denn dieselbe Ausbildung haben auch in Deutschland oder woanders. Es liegt an dir selbst daran, was aus dem zu machen, was du gelernt hast. Und Kontakte zu knüpfen, das kannst du auch ohne, dass du $50.000 im Jahr zahlst. Ich hoffe, das ist nicht allzu negativ rübergekommen und nicht zu überheblich, denn das ist es überhaupt nicht. Das war einfach nur meine Realisation für mich, weil ich muss auch irgendwie schauen, wie ich im Leben stehe und als Musiker weiterkommen. Und deswegen, ich habe gemerkt, das ist für mich das Richtige so. Auch bei diesem Showcase von den Erstsemestern, da waren einige dabei, die wahnsinnig waren, die echt Hammer gesungen haben. Also die haben es wirklich drauf, die verdienen das auch und die machen ihr Weg halt in der Hinsicht. Aber eine Sache wollte ich nochmal ganz schnell sagen, damit der Punkt überhaupt rüberkommt. Im Vergleich zur Jam Session, wo wahrscheinlich keiner $50.000 hat, um ein Jahr zu studieren, die haben das einfach so from the heart gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist einfach so statisch, weißt du? Also, es ist klar, du machst dein Handwerk, aber ich fühle nichts. Ich fühle nichts. Versteht ihr, was ich meine? Das ist echt vielleicht so ein bisschen abstrakt, wie ich das erkläre, aber als Musiker, glaube ich, versteht man das sehr, sehr gut. Denn worum geht es in der Musik? Es geht nicht darum, wie schnell man spielt. Es geht nicht darum, was für Techniken man spielt. Natürlich ist es Teil davon, aber diese Techniken und diese Schnelligkeit nutzt man, um etwas zu überbringen. Es ist nur ein Stilmittel. Wenn man Text schreibt, dann benutzt du Stilmittel, um etwas zu bewirken.
Und in der Musik ist es ganz genauso. Du benutzt verschiedene Techniken, verschiedene harmonischen Strukturen, damit du etwas übermitteln kannst. So sehe ich das jedenfalls. Da kam die Musik, fand ich, nicht from the heart, außer bei vielleicht ganz, ganz wenigen. Studieren ist gut, aber man sollte nicht allzu viel Fokus einlegen, denn das Leben als Musiker ist außerhalb des Studiums. Deswegen bin ich ganz froh, was ich gemacht habe. Ich habe studiert, das habe ich gebraucht und ich bin auch sehr, sehr dankbar für jeden und für alles, was ich erreicht habe und gemacht habe, die mir geholfen haben, da zu sein, wo ich jetzt bin. Aber für mich jetzt in LA ist es der richtige Zeitpunkt, einfach rauszugehen, natürlich auch zu sehen, was es alles gibt und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Denn mein Studium ist hinter mir und jetzt geht's los ins richtige Leben und ganz nach oben zu greifen, soweit es geht. Alright, liebe Leute, das war ein kleiner Rant. Ja, ich sehe euch bald mit neuen musikalischen Geschichten hoffentlich. Alright, jetzt habe ich genug gelabert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Rap, 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 rap